Hallo, hier ist Muho aus Osaka und es geht weiter mit einer technischen Frage, die Gedanken beim Sazen betreffend. Das hat auch ein bisschen was vielleicht mit dem Sanlan und Konchin zu tun, von dem ich gestern gesprochen habe. Vielleicht ein Zusatz zu gestern, ne? Also Sanlan und Konchin bezogen darauf. Ich habe ja schon darüber gesprochen. Der Geist beim Sazen, es gibt eigentlich zwei Dinge, die man mit dem Geist tun kann während Sazen, die vielleicht ähnlich klingen, die aber im Grunde ganz verschiedene Dinge sind. Man kann sich konzentrieren, fokussieren oder man kann versuchen, den Geist zur Ruhe zu bringen. Also man kann versuchen, einen stabilen Geist während Sazen zu haben oder einen scharfen Geist. Und ideal wäre natürlich beides zugleich, ne? Aber wenn der Geist zwar scharf ist, aber ihm die Stabilität, das Gleichgewicht fehlt, dann neigt man zu Sanlan, Zerstreutheit, der Affe, der zwar vielleicht im Moment ist, ne? Aber im nächsten Moment ist er wieder ganz woanders, dem fehlt der Anker. Wenn man dagegen Stabilität hat, der Geist ist ruhig, aber einem fehlt die Schärfe, die Fokussiertheit im Moment, dann kann das zu Konchin führen, ne? Also einer Schwere. Der Anker geht zwar in die Tiefe, ne? Aber das ist eher so eine Arcadia-Tiefe, Schwermut. Ne? Und deshalb, also auf die Frage von gestern, könnte man auch sagen, finde das richtige Gleichgewicht zwischen einem ruhigen, tiefen, stillen Geist, der aber auch fokussiert ist und wach ist in diesem Moment. Wenn du das Gefühl hast, heute hapert es an der Wachheit, dann versuch dich darauf zu konzentrieren. Und wenn du das Gefühl hast, ich bin zwar super wach, aber ich könnte ein bisschen mehr inneres Gleichgewicht gebrauchen, dann müsste er sich auf das Relaxen konzentrieren. Ne? Und manchmal, also ein paar Fragen später, da werde ich wahrscheinlich heute nicht mehr dazu kommen, aber fragt auch jemand nach den Augen. Manchmal hilft es auch, die Augen weiter zu öffnen, wenn man wacher sein will, oder sie ganz zu schließen, wenn man sich hyperaktiv fühlt. Ne? Oder bei den Daumen und der Handhaltung. Ne? Also wir halten ja die Hände so grob gesagt. Ne? Aber wo genau sind die Daumen? Nach meinem Gefühl, es hilft manchmal, sich zu konzentrieren, wenn man die Daumen direkt anlegt an den Nabel und auch darauf achtet, dass sie während der Meditation am Nabel bleiben. Ne? Also das bringt den Geist in den Moment und hält ihn wach. Wenn man sich dafür aber zu nervös fühlt, ne, und glaubt, ich bin ja sowieso schon hyperaktiv, ne, dann kann man die Daumen auch so ein bisschen entspannen, ne, und ich würde sie jetzt nicht hängen lassen, ne, aber die Hände nicht direkt an den Bauch anlegen, sondern ein bisschen tiefer auf die Füße legen. Ne. Also sowas geht auch. Und ich habe das so von meinem Meister nicht gehört. Ne? Also da habe ich selber mit gearbeitet und ich fände es wahrscheinlich am besten, wenn ihr selber auch damit arbeitet, mit diesen Fragen. Aber jetzt zur nächsten Frage, die damit zu tun hat. Ich würde gerne eine Frage stellen, die den Gedankenfluss betrifft. Genauer gesagt, das Kommen und Gehen lassen der Gedanken während Sazen. Davon habe ich ja immer wieder gesprochen, da kommt ein Gedanke, das an sich ist kein Problem. Es ist nur ein Problem, wenn man sich jetzt entweder von diesem Gedanken mitnehmen lässt oder glaubt, ich muss diesen Gedanken irgendwie abschneiden. Ne? Und man dann noch einen zweiten Gedanken hat, nämlich ich muss diesen Gedanken loswerden. Und dann ist man schon verloren. Das Kommen und Gehen lassen der Gedanken während Sazen. Also man nimmt die Gedanken zur Kenntnis
und überlässt sie in gewisser Weise sich selber. Ne? Also man spielt nicht den Schäfer, sondern beobachtet sie aus der Perspektive des Himmels heraus. Und dann verschwinden sie auch oft wieder. Diese Fähigkeit, dem Kommen und Gehen der Gedanken einfach nur zuzuschauen, in Anführungszeichen, das ist ja etwas, das man sonst so im Alltag nicht so unbedingt macht. Sondern da ist man häufig irgendwie mittendrin in den Gedanken. Man ist mehr involviert. Also, ich weiß nicht, ob ich da jetzt Mann sagen würde, ne? Aber offenbar trifft es für den Fragesteller zu, ne? Das heißt, präziser könnte man sagen, zumindest ich mache das in meinem Alltag so nicht unbedingt, sondern ich bin häufig irgendwie mittendrin in den Gedanken. Ich bin mehr involviert in den Gedanken, ne? Anstatt sie aus der Perspektive des Beobachters einfach kommen und gehen zu lassen. Also, ich versuche mal, meine eigentliche Frage zu formulieren. Ist das eine Art weitere Instanz im Geist, die ich da kultiviere, die den Gedanken einfach nur zuschaut? Oder wie würdest du das nennen? Also die Perspektive des Himmels, ne? Dass man auf die Weide herabschaut, nicht den Schäfer spielt, aber trotzdem sieht, was da passiert. Und tatsächlich könnte man sagen, dass man da so etwas wie eine Instanz aufbaut oder kultiviert, der man sich vielleicht bis dahin im Alltag so nicht bewusst war, ne? Vielleicht wusste ich bis dahin gar nicht, dass das möglich ist, die Dinge auch aus der Perspektive des Himmels zu betrachten. Bis dahin war ich entweder eins von diesen Lämmern, die da ständig mäh machten und jeder wollte der Leithammel sein. Oder ich habe mich in die Position des Schäfers verfrachtet, der die Lämmer glaubte kontrollieren zu müssen. Und dann merke ich, ich kann auch Himmel sein. Aber plötzlich wird dieser Himmel zu einer neuen Instanz, an der man auch sehr anhaftet, ne? Plötzlich ist man sehr identifiziert mit diesem angeblich neutralen Beobachter, der immer ganz achtsam ist im Moment. Ne? Also ich habe ja in den Videos zum Tee darüber gesprochen, wie Sen No Likyu das nicht für sich behalten konnte, dass er ganz genau erkannt hatte, dass einer von den Tobi Ishii ein bisschen zu hoch war. Ne? Und sein Sohn, der musste dann natürlich auch mitteilen, ne? Dass er das in Wirklichkeit auch schon längst erkannt hatte. Plötzlich hängt man sehr an dieser Instanz. Deshalb glaube ich, dass das auch ein Problem sein kann. Ne? Natürlich ist es ein Problem, wenn man diese Perspektive überhaupt nie kennengelernt hat. Ne? Dass man die Dinge nicht immer nur auf der Weide sehen kann, sondern auch von oben herab sozusagen. Ne? Aber, und deshalb sage ich, das ist nicht der letzte Schritt, da vom Himmel herab zu gucken, sondern du musst irgendwann zurückkommen auf die Weide und zur Weide selbst werden. Ne? Auch den Beobachter noch loslassen. Die Identifikation mit diesem neutralen, angeblich neutralen Beobachter loslassen und eins werden. Besonders, wenn du nicht irgendein Eremit bist in einer Klause in den Bergen, sondern im täglichen Leben eine Rolle zu spielen hast und eine Familie hast und eine Arbeit hast. Da kannst du nicht immer nur den neutralen Beobachter spielen, sondern du musst auch mal zur Weide werden und den Schafen
erlauben, auf dir rumzutrampeln. Ne? Und bezogen auf die Kommentarspalte, ihr dürft gerne auf mir herumtrampeln, so viel ihr wollt. Der Grund, weshalb ich jetzt manchmal den Schäfer spiele, ist, weil ihr habt kein Recht, auf allen anderen rumzutrampeln, wie ihr wollt. Ne? Die haben vielleicht keine Lust oder fühlen sich noch nicht danach, einfach zur Weide zu werden und zum Sandback auf Sand, wie sagt man, Sandsack, ne, auf dem ihr eure Aggressionen abreagieren könnt. Ne. Insofern, ne, also, ne, das gab ja diesen Kommentar. Du sprichst davon, zur Weide zu werden und jetzt erlaubst du mir nicht, auf dir rumzutrampeln und auf dir zu scheißen. Warum denn? Das widerspricht sich doch. Okay, so viel für heute. Weiter geht's morgen. Bis dann. Tschüss und danke fürs Zuschauen.